Ja, ich habe mich heute aufgemacht zu einer riesen Kette Aldi und habe gesagt, welche Produkte kann man da empfehlen? Drei Kategorien, wenn man wirklich sehr wenig Budget hat. Ja, was würde ich kaufen, wenn ich sehr wenig Budget hatte? Es geht hier nicht um vegane Rohkost allgemein, es geht hier um für mich bestmögliche Lebensmittel, preis-leistungstechnisch und so weiter. Was man bei Aldi alles finden kann, wie gesagt, erste Kategorie. Wenn ich kein Geld habe, zweite Kategorie, wenn ich Sport machen will, wenn ich Leistung erbringen will, was habe ich damals gegessen, wo ich noch vielleicht nicht rohköstlich war, ja, was habe ich da so gegessen, zu mir genommen damals, was ich davon von Aldi gekauft habe oder solche Sachen und aktuelle, die es momentan so gibt. Dann dritte Kategorie, welche Produkte ich als sinnvoll finde und welche ich kaufen würde. Vielleicht bin ich die ganze Obst- und Gemüseabteilung einmal durchgegangen, was ich theoretisch kaufen würde, meine Meinung zu bestimmten Stoffen da drin und so weiter und so fort. Ich denke, das kann spannend sein für euch. Ich hoffe, ihr könnt sehr, sehr viel rausziehen da euch und ich euch eventuell beim nächsten Aldi-Einkauf ein bisschen inspirieren kann. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich das schaffen würde. Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich schon mal sehr beim Daumen nach oben freuen. Da gibt mir ein Feedback natürlich, dass ihr solche praktischen Sachen einfach sehen wollt. Ich habe einen ganz interessanten Gast bei mir heute auch. Das ist der Christian von Raw Spirit. Kennt ihn vielleicht? Er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, Raw Spirit. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Wunderbarer Typ. Er kam mir natürlich auch zu Hilfe bei diesem Video, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja, er war einfach dabei und wir haben ein super Team zusammen abgegeben, fand ich. Dankeschön, Christian, nochmal, auch wenn du das nochmal siehst. Bis dahin. Ciao. So, herzlich willkommen. Und zwar, jetzt geht es hierbei um ja, Saaten, die man essen kann, am besten in der Ernährung fitnessbezogen. Ja? Und zwar, ich finde Quinoa eben super gut. Also aus einem Grund, wenn wir zum Beispiel mal Reis sehen wir hier eingeblendet und Quinoa, dann sehen wir, dass Quinoa doppelt so viel Eiweiß hat. Ja? Und das Schöne daran ist, also wie Reis zum Beispiel, doppelt so viel Eiweiß wie Reis. Und das Schöne dabei ist, gerade wenn man aufbauen möchte, Fitness machen möchte, ja, dann möchte man gerne viel essen. Ja, man muss ein bisschen viel essen, damit man viel leisten kann. Und Reis muss man eben sehr lange kauen, pappig. Und Quinoa kann man viel schneller kauen. Man kann es viel, viel schneller kauen. Und deshalb empfehle ich auf jeden Fall, Quinoa rückzugreifen. Ja, hat ebenfalls kein Gluten, ja, wie Reis. Und das Schöne ist, Reis ist ja immer so eine Belastung, Arsen und so weiter. Man weiß nicht genau, was Sache ist. Wenn du die Alternative hast, nimm Quinoa, lässt sich besser kauen, doppelt so viel Eiweiß, die bessere Alternative. Gibt noch eine andere Alternative, zum Beispiel Goldhirse, ebenfalls Pseudogetreide, ebenfalls gut, ja, hat ebenfalls 4 Gramm mehr Eiweiß als Reis. Ja? Warum dann nicht Goldhirse nehmen? Ja? Wie gesagt, genauso kein Gluten. Und meine Empfehlung 3 zu 1 Wasser dabei, ja? Wenn man es essen würde, das habe ich früher gegessen, Quinoa und Goldhirse. Und ich zeige euch jetzt, womit man das am besten essen kann. So, kommen wir zum nächsten Fitness. Viele denken immer so, Brokkoli, that's the choice. Und ich sage, nein, das ist definitiv nicht. Ja? Viele denken Brokkoli, viele Mikronährstoffe, viel Protein. Da gibt es was Besseres. Jetzt schauen wir uns das Proteingehalt an, ja, der hat ca. 4,1 Gramm Protein, ja, hat der Brokkoli, sehen wir hier. Denkt man sich so, ja, okay, ist ganz okay. Ich zeige euch mal zum Beispiel Vergleich, Spinat, mehr Mikronährstoffe, mehr Vitamin C, ja, deutlich mehr Kalzium und so weiter. Und wir sehen schon 2,8 Gramm Eiweiß, ja, das heißt, okay, schon mal ziemlich gut. Und dann gibt es den Endgegner, und das ist der Grünkohl. Der hat noch mal mehr Nährstoffe, noch mal mehr Chlorophyll. Und wir haben hier Eiweiß 3,3 sogar. Ja? Deswegen und der ist günstiger. Grünkohl ist das günstigste. Von daher als Choice definitiv Grünkohl und Spinat. Kann man wunderbar in ein Lebensmittel reintun, in ein Gericht, was ich euch jetzt gleich zeige. Also wir haben hier ebenfalls, was viele nicht wissen, Ananas finde ich super geil. Gerade zu diesem Quinoa, was ich gerade gezeigt habe, oder diese Goldhirse. Ja, die kann man super schnell kauen. Ja, geht super schnell, quasi kann man sehr gut essen halt eben. Ja, nicht großartig. Ja, gerade wenn man zunehmen will, im Aufbau ist. Mit Ananas, ja. Und zwar Ananas ist ein sehr schöner Geschmack und wichtig, gekochter Ananas. Gekochtes mit gekochten kann sich sehr gut verdauen, ja. Gekochtes mit rohem, hast du Gärungsprozesse, ja, Zuckerstärke und so weiter, da gibt es Probleme, ja, bei der Verdauung. Von daher, gekocht mit gekocht, ja. Und das Wichtige ist, in eigenem Saft ohne Zuckerzusatz. Ja? Dieses und dieses sind beide ohne Zuckerzusatz. Ich würde diese in Stücke wählen, da musst du nichts mehr machen. Kochst dann Reis, tust im Kühlschrank. Das Teil machst du auf, kippst du rein, fertig. Ist nicht das Allerbeste. Achtet darauf, dass die Dose keine großen Beulen hat. Ja? Weil dann kann sich etwas von der Imprägnation, wie sagt man denn auf Deutsch, von der Legierung, kann sich etwas lösen. Und das ist nicht ganz so optimal von daher, wenn die Dose ganz klar ist, habt ihr damit eigentlich keine Probleme, ja, keine Sorge. Zumal ja eigentlich immer so Aluminium, gerade bei den Dosen, ein Problem ist, gerade bei Konserven. Aber das ist kein Aluminium, das ist eine Legierung. Das ist eine Legierung aus zwei Metallen.
Metallen, das ist nicht das ist okay. Kein Aluminium. Schön. Die nächsten Lebensmittel, und zwar, wenn wir ebenfalls schon Hülsenfrüchte, ja, ganz klar, zeige ich dir aber. Ja, viele mögen das eigentlich nicht, so dieses, ständig diese Hülsenfrüchte. Und wenn ihr die Wahl habt, ja, nehmt auf jeden Fall diese roten Linsen, weil die haben zum Beispiel viel mehr Eiweiß, 6 Gramm mehr Eiweiß, als diese weißen Bohnen hier zum Beispiel, ja. Ganz wichtig auch immer einweichen, eine Nacht vorher auf jeden Fall, kann man sie besser verdauen, weil der Keimprozess schon im Vorgang ist, ja. Man kann es natürlich auch noch mal abtropfen lassen, noch einen Tag länger ankeimen lassen, dann noch mal kochen. Man kann es aber auch wie Ross Bullitt auch machen und den kranken Wagen kommen lassen. Nach roten, nach Kidneybohnen gekeimt, das kann man auch machen. Alles ja. Klar. Aber das wäre nicht so optimal auf jeden Fall. Wen aber das Ganze zu bieder ist, ja, den kann ich empfehlen, diese hier an die Seite zu legen, auf die Spaghetti. Es ist ganz wichtig, dass ihr es so macht. Und danach hier hinzugreifen. Ja. Und das sind Linsennudeln, sogar Bio. Ja. Richtig geil bei Aldi. Und zwar, das sind sogar Erbsen, ja, Erbsennudeln. Und zwar, die sehen dann so aus. Ja. Und die haben ebenfalls 21 Gramm Eiweiß. Das ist nur Linse. Nur Linsen. Ja. Aber man hat, wenn man wieder Lust hat auf Pasta oder sonst was, perfekt. Also wirklich perfekt. Hier gibt es auch, wenn man sagt, pass auf, ich stehe auf diese Spirelli. Ist ja kein Thema. Hier, bitteschön. Und wir haben auch noch so andere, die roten Linsen. Die sind übrigens mein Liebling. Ich habe die schon probiert. Aus roten Linsen, diese Nudeln, die sind am allergeilsten. Ja? Und die haben auch 27 Gramm Eiweiß. Das ist halt meine Empfehlung für Fitnessgerichte, um es alternativ reinzubringen. Auf jeden Fall hier Linsennudeln, ganz andere Hausnummer. Diese Dinger hier, die kommen dann irgendwann zum Hals raus. Alle kennen sie. Das hat man richtig, dieses Pasta-Gefühl. Man kann dazu einfach eine Tomatensauce oder sonst was machen und ist durch damit. Mein absoluter Tipp, mit das beste Produkt hier. Gut, wenn wir schon bei Tipps sind, dann gehen wir die Bohnen her. Diese Bohnen, die kann man kochen, entweder 30 Minuten, 60 Minuten, was draufsteht, oder man tut einfach einen Esslöffel Natron mit rein und dann kochen die Hälfte der Zeit. Ach krass. Okay, ja. Das muss ich nochmal... Ja. Das ist tatsächlich so. Fassen wir noch einmal zusammen, welche Lebensmittel euch Patrick empfiehlt, wenn ihr viel Sport macht. Durch die eindeutig höheren Eiweißwerte gewinnt Quinoa und Goldtier also die Überhand über den Reis, genau wie Brokkoli gegen Grünkohl und Spinat das Nachsehen hat. Eine weitere Zutat ist außerdem gekochte Ananas. Und sollten euch die Hülsenfrüchte irgendwann mal langweilig werden und zum Hals raushängen, empfiehlt sich, die Linsen auf die Spaghetti zu werfen und zu Linsennudeln zu greifen. Und nun weiter mit den kostengünstigen Lebensmitteln. Jetzt haben wir hier Möhren, ja, und zwar denken sich so, ja, okay. Aber ganz, ganz spannend, und zwar Ross Spirit, der gerade filmt, der hat ein Buch geschrieben auch darüber, Rohkost for Low Cost, ja, finde ich, da ist er. Und das fand ich, das wusste ich übrigens selbst nicht, ja, dass 2 Kilogramm von Möhren am Tag, ja, wie viel Prozent des Dingens decken? Also von der DGE 60% empfohlen, aber die DGE geht meistens mit sehr vielen Sicherheitsintervallen ran. Also wahrscheinlich decken 2 Kilo Möhren den kompletten Tagesbedarf an allen außer Selen und Omega-3-Fettsäuren. Ja, das musst du dir mal reinziehen, ja. Jetzt kann man sagen, okay, wenn man nicht so viel Kohle hat, nimmt man nicht die Bio-Möhren, kann vielleicht sogar auf die auch beißen, ja. Aber trotzdem 2 Kilo Möhren, ja, man hat ordentlich viel zu essen, vor allen Dingen richtig viel und deckt fast alles schon damit, ja. Da können wir zum Beispiel noch ein bisschen was dazu tun mit Omega-3, ja. Ein paar Leinsamen vielleicht, ja. Sehr, sehr einfach wichtig, einen großen Smoothie, ja, machen, viele Möhren rein, Leinsamen rein. Stimmt, perfekt. Das Beta-Carotin löst sich noch perfekt, das fettlösliches, in Anführungsstrichen, Vitamin ist, ja, das Beta-Carotin löst sich natürlich noch, braucht fettlösliche Substanzen, um das aufgenommen zu werden. Perfekte Kombination, ja, hast du wirklich alles, was du brauchst, ja. Und das ist mit das Günstigste, was du machen kannst, um deinen Körper mit allem zu versorgen und sogar Rohkost. Ja. Aho. Also ebenfalls wieder Rohkost vor Low-Cost, ja. Hier 2 Lebensmittel, die ich absolut empfehlen kann, ja. Also wir sind zum Beispiel Kohl, ja, 69 Cent das Kilogramm. Das sind ungefähr hier, das haben wir gerade gemessen, 2 Kilogramm. Ja, dann ist das erstmal, ja. Und das hat wirklich, also Kohl ist immer so, ne, Brassicaceae, das heißt Kreuzblüter, sind immer die nährstoffreichsten. Ja, Sulforaphane und so weiter kennen wir alles. Die meisten sekundäre Pflanzenstoffe, ultra viel Vitamin C haben gerade die Kohle wächst, ja, nur noch geschlagen von den Paprikas, ja. Und wir sehen, Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu schlagen, ja. Das heißt, wenn du die Kohl, wenn du den nicht roh machst, kannst du den auch dampfgaren halt eben, ja, wäre auch kein Problem. Und wenn du die Möglichkeit hast, nimm Rotkohl, ja, hier haben wir natürlich noch die Anthocyanen, die sekundären Pflanzenstoffe, ja, sehr wichtig für die Gehirnleistung. Das erste bleibt entfernen, ja, und dann habt ihr wunderbaren Kohl. Wenn du die Möglichkeit hast, immer Farben natürlich wegen Anthocyanen, sekundären Pflanzenstoffen, habe ich in 1000 Videos schon erklärt, ja. So, was ebenfalls noch super gut ist, Knollensellerie, ebenfalls 89 Cent das Kilogramm, ja. Sehen wir hier ebenfalls eine super Wahl, was viele überhaupt nicht auf dem Radar haben, diese Gemüse. Ja? Die kennen immer nur die teuren Gemüse, ja. Also die Paprika, Tomaten, Gurken und solche Sachen, ja. Das ist auf die Nährstoffdichte, ja, mit Kohl oder mit Sellerie nicht zu vergleichen, ja, die Lebensmittel. Preis-Leistungstechnisch definitiv diese Lebensmittel zu
Und vor allem, weil sie auch aus unserer Region kommen. Ne? Das ist ja das wäre doch das Beste. Regional. So, ebenfalls für wenig Geld natürlich kann man auf Reis zurückgreifen. Ja? So. Und wenn, dann würde ich halt gucken, okay, Parabolt, das ist ein Verfahren, ja. Parabolt, das heißt, Para heißt immer neben, dass die Nährstoffe wieder später zurück, das ist ein Verfahren, zurück in den Reis gepumpt werden, der gekocht worden ist. Das heißt, trotzdem geschält, wenn es geht, natürlich Naturreis, auf jeden Fall besser. Gibt es aber jetzt leider nicht. Wir sind gerade hier bei Aldi, wir versuchen das Beste aus Aldi eben rauszuholen. Halt, sagen wir mal, ja? Deshalb, wenn dann Parabolt, Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade bei wenig Geld, auf jeden Fall das Beste, was du machen kannst. Ja, des Weiteren, was ich empfehlen kann, sind natürlich Hülsenfrüchte. Ja? Also jedenfalls hier 1 Euro. Ja? Und du musst dir überlegen, du kriegst für 1 Euro kriegst du ja, also 100, fast 130 Gramm Eiweiß. 130 Gramm Eiweiß, ja, für 1 Euro. Jetzt überleg dir das mal in Fleisch umgerechnet. Ja? Wenn du überlegst, die Antibiotika-Pute, ja, da kostet, wie viel kostet das? 3 Euro, das 500 Gramm oder sowas, sowas in den Dreh. 500 Gramm, 3 Euro, ja. Ja, dann bist du dreimal so teuer, der Puder weniger. Also, deshalb, also wahrscheinlich kommst du bei der Puder sowas um 80 Gramm oder sowas heraus. 80 bis 100 Gramm für 3 Euro, hier hast du für 1 Euro 130 Gramm ungeschlagen. Ja, meiner Meinung nach. Und du hast die Kohlenhydrate noch dabei, preis-leistungstechnisch nicht zu schlagen. Ja. Hülsenfrüchte mit Reis, Kohl dazu, Sellerie dazu, ein paar Möhren zum Frühstück mit Leinsamen, bist durch. Das ist the way to go, wenn du billig und alle Nährstoffe abdecken willst. Falls du alle Nährstoffe kostengünstig abdecken willst, empfiehlt sich Folgendes. So kann man sich zum Beispiel aus Karotten und Leinsamen ein leckeres Frühstück bereiten. Kohl und vor allem Rotkohl ist günstig, reichhaltig an Vitamin C, man kann ihn roh essen oder dampfgaren. Auch der Sellerie spielt hier eine große Rolle, da er sehr günstig und auch lokal angebaut wird. Zu guter Letzt bleibt natürlich ungeschlagen Reis und Hülsenfrüchte. Noch kurz hier Paprika, ist auf jeden Fall ganz coole Paprika, also mit das Gemüse mit am meisten Vitamin C, also wirklich schießt absolut durch die Decke, ja, diesbezüglich, aber preis-leistungstechnisch finde ich sehr, sehr teuer, einer der teuersten Gemüse, wenn man so sagen kann, ja, ich würde stattdessen lieber Kohl nehmen, hat mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die vorteilhaft für die Stimmverfahren und so weiter. Paprika ist mehr sowas nice to have, muss man aber nicht unbedingt haben. Wenn es unbedingt schmeckt, kannst du es kaufen, aber es ist nicht so, was ich unbedingt jetzt so will. Ja, und Paprika zählt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu den mit dem am stärksten Pestiziden belastendsten Gemüse. Deshalb da immer Bio kaufen. Bei wichtig. Paprika ganz, ja, wichtig. Ganz wichtig. Bei Tomaten zum Beispiel ist es gar nicht so relevant wie bei Paprika. Ja? Hm? Habe ich zumindest, da stand so die 10 am stärksten belastendsten Gemüse und so weiter. Aber naja, nur mal so als... Hier Aubergine ist ganz nett, ganz wichtig. Aubergine darf man nicht roh essen. Ja? Gehört zu den Solanazea, zu den Nachtschattengewächse, genauso wie Kartoffeln. Ja? Die darf man nicht roh essen, ganz wichtig. Solanin ist der Giftstoff da drin. Ja, also, nächstes Mal weißt du Bescheid. Ja. Genauso wie diese Bohnen. Ja? Hat, ich komme auf den Namen jetzt leider nicht. Fitine, irgendwelche bestimmte Stoffe, die auf jeden Fall giftig sind. Ich komme auf den Namen leider nicht. Blausäure, nee. Was? Blausäure, nein, nein, nein. Irgendwas bestimmt. Ich komme auf den Namen jetzt gerade nicht. Das ist zu spontan, das Video. Ja. Auch kann man auch nicht roten. Muss man die haben, ist sowas meist zu helfen. Also, wenn du das sowas magst, dann mach das, aber es ist nicht. Hingegen Rosenkohl finde ich mega geil. Ich bin ja absoluter Kohl-Fan halt, absolut. Und Rosenkohl ist das, glaube ich, mit dem meisten Vitamin C von den Kohlgewächsen. Genau. Ja. Und das habe ich auch mal in einem Video gehabt, ne? Das Rosenkohl, ich habe extra genau Top 3 Video für den Winter oder was, könnt ihr euch gerne mal angucken. Da ist Rosenkohl auf jeden Fall dabei, absolut unterschätztes Lebensmittel meiner Meinung nach. Das ist die beste Kohlvariante mit am meisten Eiweiß. Du würdest tatsächlich Rosenkohl, Grünkohl vorziehen? Ja. Ja, cool. Ich würde vorziehen, weil, komm noch an, wenn du den Fokus auf Chlorophyll legst, würde ich natürlich das, aber ich nehme Chlorophyll auch immer so auf. Normalerweise saft ich auch immer Grünzeug. Ich nehme Grünzeug ja immer so, mein Weizengas und weiter. Von daher würde ich eher das. Wenn du aber sonst kein Grünzeug reinkriegst, würde ich glaube ich eher den das Ding erzählen. Hat 4 Gramm Eiweiß, hat nichts, was kein Gemüse, was mehr Eiweiß hat als der Rosenkohl. Das ist der Endgegner. Oh, nochmal ganz kurz zu Tomaten. Hauptwirkstoff Lycopen kennen wir zum Beispiel, gleiche Familie wie Astaxanthin zum Beispiel kennen wir, das stärkste Antioxidant der Welt. Ja? Sind sehr, sehr strukturchemisch ähnlich. Ja? Man sieht zum Beispiel, dass die Kleinen immer mehr Lycopen enthalten, weil sie mehr Schale pro Volumen haben. Ja? Das heißt, je kleiner ein Lebensmittel ist, desto mehr Schale hat es pro Gesamtvolumen. Ja? Die nimmt die Schale immer weiter ab im Vergleich zu Volumen. Also, vielleicht noch mal ganz kurz, hier gibt es vegane Ersatzprodukte.
kaufen, nicht kaufen. Also ich sag mal so, diese Tofu-Würstchen ist sehr tückisch, ja, weil wenn man auf dem hinten einmal drauf guckt, dann sehen wir, das ist die erste Zutat, ja, Trinkwasser, herzlichen Glückwunsch. Danach ist aber Weizeneiweiß, das ist immer das, was am meisten daran enthalten ist. Ja. Das heißt, da ist mehr Weizeneiweiß drin als Tofu-Sojabohnen. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein Weizenprodukt. Ja. Ich bin nicht so der Fan von Weizen, ja, es ist ein bestimmtes Solanin, ja, kennen wir alle, das wird aktiviert bei uns. Ikigat wird dadurch gefördert, ich habe 1000 Videos dazu gemacht. Wenn es geht, würde ich Weizen vermeiden. Ja. Von daher an eher keine gute Alternative. Genau das Gleiche bei diesen veganen Burgern, ist fast immer die erste Zutat Weizeneiweiß. Ja. Das heißt, nicht ganz optimal gelöst. Ich hoffe, immer mehr kommt zum Thema Gurkake-Mehl mit zum Beispiel Süßlupin und solche Sachen. Ich hoffe, dass da in der Richtung bald mal viel kommen wird. Finde ich immer die bessere Alternative. Das leider auch hier mit Weizeneiweiß wieder hier versehen, Sojabohnen. Von daher an, wenn dieses Ersatzprodukt, würde ich Tofu empfehlen, wenn überhaupt. Und wenn es geht, würde ich Tempeh empfehlen. Gibt es hier aber nicht, dass es fermentiert haben. Tofu natürlich nochmal wirkt ganz anders, kann ich in einem anderen Video genauestens erklären. Von daher Ersatzprodukte. Okay, würde ich nicht umbringen, aber sicherlich kein Optimum finde ich. Ja, vor allen Dingen, wenn man nochmal guckt, warte mal. Hier ist auch Speisesalz drin, ja, ganz klar, Speisesalz. Speisesalz hat Trennstoffe drin, ja, die mikrofeine Risse in den Arterien verursachen. Dadurch kann sich Cholesterin anlagern, Kalzium und so weiter, Arteriosklerose ist extrem begünstigt. Von daher, wo Speisesalz drin ist, wird dich nicht sofort umbringen, ja, gerade als Veganer, wo du sowieso kein externes Cholesterin noch zuführst, ja, nicht so entscheidend, aber trotzdem, wenn es geht, vermeiden. Von daher zwei Punkte, die gegen dieses Produkt sprechen. Ich habe es übrigens schon mal probiert, einfach nur so. Geschmacklich sicherlich okay, nichts Schlimmes, gar nicht so, aber da gibt es noch Bedarf, das besser zu machen. Kartoffeln ist echt toll und wenn man faul ist, dann kann man sich die hier kaufen, macht es nicht. Diese Kartoffeln sind eingefüllt in Aluminium. Das ist eine Aluminiumverpackung, da sind diese Kartoffeln drin und diese Kartoffeln, ich sag mal, Aluminium ist relativ unreaktiv, wenn es mit Trockenstoffen in Berührung kommt. Dann kommt keine, dann kommt es schwieriger zur Elektronenverschiebung auf jeden Fall. Aber sobald eine nasse Masse auf Aluminium liegt, ja, du kriegst Kopfschmerzen. Ich schwöre es dir, du kriegst Kopfschmerzen. Eine Freundin von mir hat mir mal jetzt gesagt, ich habe irgendwann mal bei einer Kartoffel gegessen, schon länger her auch. Und da hat sie mir später gesagt, ich hätte so Kopfschmerzen gehabt, woher kommt das? Zeig mir die Packung und habe ich gesehen, es war ein Aluminium drin und daher kommt es. Aluminium Hauptgrund für Alzheimer, habe ich schon in 1000 Videos erklärt. Das wird auf jeden Fall noch ganz groß werden alles und das muss geändert werden, finde ich. Das finde ich nicht okay und da wird auch Änderung passieren. Und da gibt es noch einen anderen Grund, wenn man diese Kartoffeln ja kauft, weil wie werden die geschält? Das sitzen keine kleinen Asiaten, die das irgendwie schälen, sondern das passiert mittels eines Säurebades und das ist nicht deklarierungspflichtig und da bleiben Restbestände hier auch dagegen und deswegen auch ein Grund, die lieber selber zu schälen. Sehr gut, wusste ich. Toll. Vielleicht noch mal ganz kurz persönlich, was ich ebenfalls empfehlen kann. Linsennudeln finde ich mega geil. Erstens, wir haben Bioqualität. Zweitens, wir haben eine ganz andere Geschmacksnote zu normalen Linsen. Ja. Und drittens, wir haben viel Eiweiß, alles drin, was du brauchst halt. Im Vergleich zu denen, die ein bisschen billiger sind, aber kein Bio sind. Von daher, das Produkt 100%ig Linsen sind halt nur drin, würde ich so kaufen. Ja, definitiv. Man kann ganz einfach eine Tomatensoße dazu machen. Funktioniert jetzt nicht. Reis würde ich nicht mehr kaufen. Ich habe, es gibt selbst da, was sind Analysezertifikate? Ne? Selbst auf den Seiten, ja, von Aldi, ich weiß nicht, vielleicht bin ich gerade schlecht informiert oder sowas, gibt es Analysezertifikate zu Arsenkonzentration und so weiter? Es ist, finde ich, ein Problem. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, ja, ist die Frage, muss man es riskieren oder nicht? Ist es wirklich entscheidend für den Menschen? Ist auch so eine Frage. Wenn ich es kann, nehme ich eine Alternative, ja. Ich gehe eher auf Pseudogetreide, ja, diesbezüglich, diese Arsen definitiv nicht so stark in sich akkumulieren, ja, oder halt hier Dingens. Die Pseudogetreide kriegt man übrigens auch alle in Bioqualität, den Reis natürlich nicht. Von daher wäre das jetzt eher meine Wahl, die ich hier so kaufen würde. Ja. In DM gibt es ja auch was. Wollen wir nicht gleich sogar noch in DM gehen? Machen da können wir vielleicht... Sehen wir im nächsten Video. Okay. Kommen wir zu Patricks etwas allgemeineren Tipps. Rosenkohl mit dem meisten Vitamin C unter den Kohlgewächsen und dem meisten Protein unter Gemüse überhaupt ist hier natürlich ein Top-Favorit. Kauft lieber die kleineren Tomaten, da die mehr Oberfläche und damit mehr Schale haben, was zu mehr Lycopin insgesamt führt. Vegane Burger, Würstchen und so weiter bestehen meistens zum Großteil aus Weizeneiweiß und nicht aus Tofu. Auf sowas solltet ihr auf jeden Fall achten, dass ihr wirklich Tofu-Produkte kauft. Fertige, gewürzte und geschälte Kartoffeln sind absolut nicht zu empfehlen, denn durch die Aluverpackung kommt es zur Elektronenverschiebung, was zu Kopfschmerzen führen kann. Außerdem werden die Kartoffeln mit Säure geschält und die Garantie, dass die Säure zu 100% abgewaschen ist, ist auf keinen Fall gegeben. Wie schon vorher erwähnt, sind Linsennudeln natürlich super.
Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gut gefallen hat. Wie ihr schon gehört habt, kommen demnächst doch mal solche Videos. Falls euch Patrick helfen konnte, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal und vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken. Bis zum nächsten Mal.